Hallo und willkommen zu Detroit Become Human. Es ist leider schon wieder 2 Wochen her. Wir haben ein ziemlich emotionales YouTube-Video hinter uns. Ich habe trotzdem nichts vergessen. Mal kurz Wir müssen auffrischen. Wir mit einem verfolgen. Controller-Test fortfahren. Was? What the fuck? Der Test ist beendet. Danke für Ihre Kooperation. Mein Controller hat gerade vibriert. Kannst du mir nächstes Mal Zeit geben, ihn zwischen die Beine zu stecken? Dann einfach so vibrieren zu lassen? Auf jeden Fall. Wir verfolgen drei Storylines von Markus, von Kara. Wie heißt sie denn? Kara? Und Connor. Connor ist der Polizeisynthet, der mit diesem alten Cop zusammenarbeitet, der halt auch Syntheten hasst, aber auch von Cyberline oder wie heißt es, die Firma angestellt ist, ist irgendwie eine der hochmodernsten. Wir sind schon einmal gestorben, aber die haben ihn einfach wiederhergestellt, die Tussi. Das ist einer der neuesten Modelle. Ist halt fraglich, was da mit Connor, wie die Storyline geht. Außerdem hat er den alten Polizisten, der hasst Syntheten, und wir versuchen halt genau rauszukriegen, was da genau passiert ist. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Irgendwas mit seiner Frau. Oder war da einer schuld? Ich glaube, wir wissen es nicht genau, warum er so einen Hass hat. Wir wissen bloß, dass irgendwas mit Frauen und Kindern passiert ist. Nicht hundertprozentig sicher, ob ich das. Vielleicht habe ich das vergessen, aber es kommt bestimmt wieder auf. Mit Markus sind wir im Kommen, haben uns Sachen reingeschraubt Ist Ihnen und Schrödingers Katze ein Begriff? sind. Bis Sie entscheiden, was passiert, wird alles gleichzeitig Gesucht nach einer passieren. Unterkunft für Wie in Syntheten, wo sie Detroit. frei leben können. Und dann haben wir einen alten Frachter gefunden, wo sie sich versteckt unten in einem Frachtraum leben. So 10 Stück. Und denen aber auch dieses synthetische Blut ausgeht, wodurch sie am Sterben sind. Und Markus so, ja, fuck you. Ich brech auf. Ich weiß, wir wissen, wovon diesen Cyberlife. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Firma heißt. Wir schnappen uns ein paar Leute, gehen dahin, brechen ins Warenhaus ein und holen uns Versorgung. Und das war das Letzte, was wir von seiner Storyline hatten. Und ich weiß nicht mehr, wie hieß sie, Kara oder irgendwie? Oh Gott, weiß keiner im Chat. Mit ihr sind wir zu diesem einen Kontakt gegangen, der anscheinend Synthetenliebhaber ist oder Freund ist und den Leuten hilft, Syntheten. Und die hatte das kleine Mädchen dabei. Und dann war das doch bloß ein kleiner verficktes Arschloch, der uns dann einfach unseren Kerndaten resetten wollte und ausschlachten wollte und versklaven wollte. Oder halt Es Teile ist nicht das verkauft, aber Wichtigste wir konnten zum uns wehren Leben. und dann Man trotzdem noch muss unsere einen Erinnerung von Grund einem kleinen dafür Mädchen haben. behalten, wo ich nicht mehr weiß, wie sie hieß. Ein Zitat von Jean Genet, einem Franzosen. Und der andere Diener von ihm hat sich dann auch gewehrt und ist rausgekommen aus seiner Kontrolle und hat uns geholfen zu entkommen und die ganzen anderen Zombies, die wirklich nicht Zombies, die halb zusammengeschraubten Syntheten, die er im Keller hatte, hat er mir freigelassen und dann kam diese Zombie-Horde an Syntheten und hat ihn aufgefressen. Und das waren eigentlich die Storylines von den dreien, wo wir so ungefähr sind. Jetzt machen wir weiter. Das ist das, was ich mir erinnern kann. Es ist 2 Wochen her, es ist viel passiert. Es ist trotzdem saugeil. Ich habe mich schon die ganze Woche gefreut, dass es weitergeht. Das wird der Einbruch von Markus sein. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir da. Cyberlife, so heißt es. Kann ich noch mal irgendwie. Kann ich die alten Ablaufdiagramme noch mal sehen? Nee, ne. Oh, das ist ein bisschen linearer hier erstmal. Okay, hätte ich vielleicht nicht vorgucken sollen. Sie dürfen uns nicht sehen. Okay. Jetzt wird es aber arg dunkel hier hinten. Vorsicht!
Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Oh, die unterhalten sich über Comlink. Ach ja, der Cop ist ziemlich sauer auf Connor, weil ich mich entschlossen hatte, ihn den Verdächtigen zu verfolgen, anstatt ihm zu helfen, als er fast zum Haus gefallen wäre. Ich dachte eigentlich, der respektiert es, dass der Job wichtig ist. Shit. Ziemlich eingepisst auf mich. Was? Wieso konnte ich da... Okay, okay, ich bleibe ja schon hinten dran, Leute. Marcus, komm hier rauf. Komm hier rauf, wo? Wo willst du denn hin? I don't know. Marcus, ich finde euch nicht mehr. Da. Ihr seid zu schnell gewesen. Das Lager ist da vorne. Wir sind fast da. Oh Gott, es ist dunkel hier, wenn man nichts. Wenn kein Licht da ist, ist es einfach nur schwarz fast. Oder ist mein Monitor dunkel eingestellt? Nein, es soll ja auch dunkel sein, wir sind mitten in der Nacht. Ah, sieht man wieder gut. Nice. Cyberlife Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Soweit. Was? Ich frage mich immer, ob es da mehrere Möglichkeiten gibt oder ich bloß einfach den einen Pfad entdecken muss, aber nach der Zeit, die ja dran, glaube ich mal, dass es da bloß keine Möglichkeit gibt, die auszuschalten. Okay. Schade ja, ist. Ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Oh, wenn es ich vielleicht nicht schafft, machen die das. Oh, dann geht mein Ruf nicht bei denen hoch. Okay. Mal jetzt auch Kisten hier umgucken. Suche die Kisten, ja. Welche Kiste soll ich durchsuchen? Darf ich nicht durchsuchen? Die darf ich durchsuchen, okay. Hi. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Sir! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? Nehmen und verstecken. Weglaufen. Wache umbringen. Ich bin schlecht Was im Verstecken. Macht ihr da? Ich sagte doch. Hey, steht Leben auf dem Tod. Also, wir müssen einfach schnell reagieren. Ne? Ja, den müssen wir auch ausschalten. I don't know, verstecken und so. Steck den Rest ein und dann nichts wie weg.
Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Verstecken traue ich mir nicht. Wir sind eh schon gesucht und würden dekonstruiert werden und resettet werden, wenn sie uns kriegen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie für Mord jetzt mehr bekommen würden. Wir sind eh tot, wenn sie uns kriegen. Wir werden genommen, werden resettet, unsere Teile werden für andere Sachen verschleppt. Whatever. Wenn ich eh schon tot bin und eh schon die Todesstrafe im Endeffekt habe, dann brauche ich nicht. Dann brauche ich nicht noch. Zimperlich sein. Uns Risiko eingehen, also uns entdecken und weitere Wachen rufen. Irgendwas müsste sie ja. Was ist das? Ich frage mich, ob das ein Virus in der Software ist, dass die anfangen, frei denken zu können. Das muss ja einen Grund haben, ne? Sonst würden ja alle anfangen, gleichzeitig. Wie verteilt sich das von Berührung? I don't know. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf Ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wenn wir jetzt gehen wir und die Magnus unser Leben dafür riskieren. Eingebrochen wurde, dann verstärken sie ihre Sicherheit. Und dann kommen wir hier nie wieder rein. Wir müssen entweder jetzt noch das ausnutzen. Oh, nicht. Aber wir können nicht noch ein zweites Mal hier einbrechen, nie im Leben. Würde ich ja gerne. Oh. Verdammte Hunde. Warum bellen Sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Thank you.
you bitches. Oh fuck. Oh! Shit! No! Oh mein Gott, ich bin heute nicht dran. Oh, ich dachte, ich hab's nicht geschafft. Wir wollen die Waffe liegen lassen? Vielleicht, weil ich schießen musste. Pastrin? Cool. Also. Schnell, kann ich erst gelebt mal wieder? Was? Tut gar nicht. So, alles okay, es sind noch keine weiteren Wachen gekommen. Wir haben unser Zeug. Easy. Und keiner konnte uns aufhalten. Und wir haben für unsere Leute viele Sachen besorgt. Wir haben Ersatzteile, wir haben Blut, wir haben neue Leute rekrutiert. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei stumm zu sterben in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Ah, das ist aber einiges, was plötzlich, also für so eine kleine Kapitel ist hier, what the fuck? Okay, Moment mal, was ist das? Markus unverletzt, 90% Drohne ausschalten. Oh, ich hätte doch falsch machen können mit der Drohne, schau. Angriff. Wow, nur 9% haben ihn angegriffen. John wird zum Ableichler. Ah, das passiert meistens, okay. Markus vergießt Blut, 19%. Androiden befreien 76, haben die Meistern auch gemacht. Und Meistern zugestimmt mitzunehmen. Annehmen. John erwähnt Schlüssel. Die Meistern sind auch zum Schlüssel gegangen. Wachen umbringen, 2%. Markus vergießt Blut, 2%. Ey, vorne, was? 2%?
Ja, 20? Markus hat ein Laster voller Teile gestohlen. Im 71. Ja, das haben wir die meisten gemacht, aber die meisten sind da ein bisschen wohl friedlicher durch.